UniBonnTV, heute unterwegs auf dem Gesundheitstag der Universität Bonn. Und obwohl es eigentlich noch gar nicht losgeht, ist hier doch schon einiges los. Was genau hier los ist, das erklärt uns am besten mal Christian Hinsen von der Azubi-Vertretung von der Universität Bonn. Also, hier wurden gerade Äpfel angeliefert vom Nutzgarten Klein-Altendorf der Universität Bonn und gestiftet. Und einige Auszubildende haben sich bereit erklärt, die Äpfel zu verteilen an die naheliegenden Institute, um die Mitarbeiter darüber zu informieren und zu motivieren, hier hinzukommen. Okay, hört sich gut an. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das Ganze doch mal an. Jetzt habe ich schon den ersten Aufkleber in mein Scheckheft bekommen, einfach nur, weil ich hier war. Und dieses Scheckheft, wie das funktioniert, das erklärt uns jetzt Frau Katrin Sippel von der Stabsstelle Personalentwicklung. Das Scheckheft besteht aus 12 unterschiedlichen Angeboten. Und wenn Sie eins davon, einen Scheck einlösen, bekommen Sie einen Aufkleber in das Scheckheft. Für eine gewisse Anzahl von Aufklebern bekommen Sie dann eine Prämie. Sie haben 1,5 Jahre Zeit dafür, die Aufkleber zu sammeln, und dann können Sie die bei mir einlösen. Was ist denn das Ziel von dieser ganzen Veranstaltung, von diesem ganzen Konzept? Wir möchten den Beschäftigten der Universität Bonn die Möglichkeit geben, sich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen und sich gleichzeitig auch zu informieren, was es schon für Angebote gibt. Wir haben als Arbeitgeber sehr, sehr viele Angebote schon im Hause, sehr viele Experten, und die finden Sie hier gebündelt. Okay, Frau Sippel, ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt hier beim Betriebsarzt, das ist Dr. Matthias Lenz. Herr Lenz, schönen guten Tag. Guten Tag. Was bedeutet denn für Sie der Gesundheitstag? Die Gesundheit der Mitarbeiter ist so eins der wesentlichen Kapitale, die ein Unternehmen hat. Betriebliche Gesundheitsförderung ist mittlerweile ein Schlagwort. Das wird auch von der Universität mittlerweile sehr wahrgenommen. Und die Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel jetzt zu Ihnen kommen, was erwartet die? Was können die hier machen? Also hier beim Gesundheitstag bieten wir zum einen eine Lungenfunktion an. Einfach untersuchen, die es vielleicht gleich selber mal probieren möchten. Dann ein Sehtest. Das ist gerade für die interessant, die am Bildschirm arbeiten. Das Programm habe ich mir gerade mal ein wenig durchgelesen und eine Sache ist mir da sofort ins Auge gefallen, nämlich die sogenannte mobile Massage, und genau die werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen. Oh, das tut gut. Aber ich bin noch ein wenig verwirrt. Normalerweise gehe ich doch zum Masseur und lass mich massieren, aber jetzt kommt auf einmal der Masseur zu einem selbst. Wie funktioniert das denn? Ja, das ist eine Institution von der Uni Bonn eingerichtet für ihre Mitarbeiter, dass sie sich am Arbeitsplatz massieren lassen können. Das, was ich mache, ist eine besondere ganzheitliche Massagemethode. Touch-Life-Mobilmassage am Arbeitsplatz nennt sich das. Und es geht halt nicht nur auf Verspannungen in der Muskulatur ein, sondern es wirkt auch dahingehend, dass sie abschalten können. Mal eine Viertelstunde Pause vom Stress haben, um dann anschließend mit neuer Energie an die Arbeit gehen zu können. Wow, das hat doch gut getan, aber genug relaxed. Wir gehen jetzt weiter zur nächsten Station. In der Zwischenzeit sehen wir uns mal ein paar Ausschnitte aus der Begrüßung des Kanzlers an. Heute ein Tag, der Sie dazu anregen soll, sich mit sich selbst, mit Ihrer Physis, Psyche und mit Ihrer Seele einfach mal auseinanderzusetzen und dabei auch Freude zu haben. Wir stehen jetzt hier am Stand der Deutschen Krebshilfe, und von der Deutschen Krebshilfe steht neben mir Juliane Tiet, und die wird uns jetzt mal erklären, was die Deutsche Krebshilfe denn hier auf dem Gesundheitstag macht. Hallo. Hallo. Ja, die Deutsche Krebshilfe ist tätig nach dem Motto Helfen, Forschen, Informieren, und zum Informieren gehört halt eben auch die Information darüber, wie man Krebserkrankungen vielleicht vorbeugen kann oder sie früher erkennen kann. Wichtig ist viel bewegen, vielleicht so eine halbe Stunde am Tag, nicht rauchen oder aufhören, wenn man schon angefangen hat, nicht zu viel Alkohol trinken, sich gesund zu ernähren, Obst, Gemüse, nicht zu viel Süß. Nicht zu viel Fettiges. Das sind so ein paar Sachen, die man machen kann. Okay, Frau Tiet, recht herzlichen Dank für Ihre Infos. Das also war der Gesundheitstag 2010 an der Uni Bonn. Es gab viel zu sehen, viele interessante Infos rund um das Thema Gesundheit, aber auch viele Sachen zum selber mitmachen, zum Beispiel die Massage oder der Lungenfunktionstest. Bin schon richtig gespannt, was der nächste Gesundheitstag in 1,5 Jahren uns so bringen wird. Jetzt habe ich mir gerade noch vom ADFC mein Fahrrad ein wenig fit machen lassen. Das brauche ich nämlich demnächst, am 31.05. Da startet nämlich die Aktion mit dem Rad zur Arbeit, und dafür gehe ich jetzt direkt mal trainieren.